oder zeigt dein Pimmel, keine Ahnung. Oh Mann, hier kann man nur so blöd sein. Da fällt mir echt nichts anderes oder besseres ein, als Pimmel zu sagen. Ja, jetzt habe ich den Salat. Ich glaube, naja, es haben halt so viele danach gefragt und ich werde jetzt die Kamera in Position bringen und ja, Walter meines Amtes. Tja, wenn die Leute was von dir verlangen, dann sollte man es auch einhalten, ne? Also ich bin jetzt natürlich ein bisschen nervös, muss ich sagen, und aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich meine, wenn die Abonnenten was von dir verlangen und du selber, ja, so ein mega Versprecher eingebaut hast, ist man natürlich selber schuld. Und ich meine, deswegen sind auch schon viele Abonnenten abgesprungen, weil die immer noch nichts ihnen gesehen haben. Und naja, ich meine, was soll ich? Ich mache es einfach. Ja. Ich meine, was soll's? Ihr habt entschieden und ja, ich muss es einlösen. Von daher, bitteschön, jetzt habt ihr's. Oh mein Gott! Queria poder dar alegria ao meu povo, à minha gente que sofre tanto já com uma das coisas. Filmfans und fucking Freaks und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einspieler ein bisschen gefallen und Entschuldigung. Und ja, somit konnte ich schon mal einen kleinen Teil des Was-Nuns-Videos einlösen. So, herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Jahre 2018 und ja, bei mir sind schon wieder ein paar Sachen reingeflattert quasi und ich komme mal ein bisschen näher, auch wenn ihr das nicht wollt. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar, wie ihr ja seht, habe ich sie da noch irgendwo stehen. Da müsste noch irgendwo die Hellraiser-Box stehen, glaube ich. Ja, und zwar gab es ja hier diese coole hieß die Black Edition? Nein, ich habe schon wieder vergessen, ist egal. Auf jeden Fall gab es hier von Turbine die coole Version von den drei Hellraiser-Filmen. Und ja, den vierten hatte ich irgendwie im Metal Pack von XT. Und ja, bin dann nochmal so die anderen Teile durchgegangen und habe dann gemerkt, dass mir noch Hellraiser Data fehlte. Und ja, den habe ich mir hier neu und original verpackt geholt. Ich musste den halt nur auspacken, weil die Disc halt drinnen lose war. Aber sie hat zum Glück nichts abbekommen. Hier ist sogar noch ein Flyer drin. Und ja, hier steht einfach nur die Kapitelauswahl. Aber finde ich immer schön, wenn ihr noch so ein kleiner Flyer drin ist. Ja, hat hier noch so ein altes, keine Jugendfreigabe-Siegel. Und wie gesagt, die ganzen Teile, die nach Teil 5 gekommen sind, die kenne ich noch gar nicht. Ja. Und ja, die sollen ja auch nicht mehr so der Bringer sein, glaube ich. Und ja, trotzdem, zur Komplettierung habe ich mir halt den jetzt noch dazu geholt. Wie gesagt, den Hell World habe ich schon und ich weiß jetzt, Hell Seeker heißt der andere, meine ich. Die habe ich schon in der Sammlung. Diesen Revelations, den habe ich irgendwann mal gesehen. Der wandert auf keinen Fall in meiner Sammlung, der ist so schlecht. Der hat auch für mich gar nichts mit dieser Hellraiser-Reihe zu tun, so gesehen. Und naja,
wie gesagt, Hellraiser, der da. Und ja, kommen wir zu einem Steelbook. Und zwar habe ich mir hier geholt, beziehungsweise meine Frau hat sich das ausgesucht, habe ich hier das Steelbook von Der dunkle Kristall. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, könnt ihr mich für schlagen, aber ich habe keine Erinnerung an diesen Film. Ich habe den irgendwann mal als Kind gesehen, aber ich kann mich wirklich an nichts erinnern und irgendwie ist der halt auch die ganzen Jahre über, ja, kam der jetzt halt irgendwie nicht so zur Sprache, ne? Ich meine, es gibt genug Filme, die irgendwie, wo du halt einen anderen Fokus drauf hast und ich bin gerade hier ein bisschen, ich versuche hier den Kleber abzumachen. Und ja, wie gesagt, der kam halt irgendwie nie so richtig zur Sprache und ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Ja, haben wir uns irgendwie drüber unterhalten und dann meinte ich halt so aus Spaß so zu meiner Frau, ich so, ja, davon gibt es auch ein schickes Steelbook. Und ja, wie halt Frauen so sind, ja, brauchen wir nicht. Und dann hat sie es dann doch gekauft, weil ja, der Preis war halt auch echt gut. Und ja, hier haben wir die Karte, ja, und ja, hier hinten die Information von die vielen. Und wie gesagt, also das gefällt mir jetzt ausgepackt, auf jeden Fall richtig gut. Hat auch keine Dellen, soweit ich das sehen kann, ja. So, hier haben wir The Dark Crystal. Und ja, das Steelbook ist soweit matt gehalten, aber die Schrift, die glänzt so schön Bronze. Die glänzt schön Bronze. Und ja, richtig, richtig geil. Auf der Rückseite haben wir auch nochmal ein Motiv. Und wie ihr seht, sind hier so ein paar Randungen von dem Emblem sind glänzend gehalten. Also richtig schick. Und so sieht es aufgeklappt aus. Dann holen wir uns mal hier die Disc raus. Und innen drin haben wir auch ein schönes Motiv. Ist jetzt nicht ganz so scharf, aber das macht nichts. Es ist auf jeden Fall in Farbe. Und ja, wie gesagt, ich habe leider keine Erinnerung. Es tut mir echt leid, und aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns den Film bald angucken können. Und ja, alles was aus der Jim Henson Company rauskommt, dürfte eigentlich soweit ganz gut sein. Mir gefällt auf jeden Fall die Farbgestaltung ganz gut. Ja, der Spine ist sehr, sehr schlicht gehalten und auch sehr klein gedruckt. Mein kleines Mängel ist, dass hier echt der Titelschriftzug nicht auf Deutsch ist. Das wäre echt noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann freue ich mich auf noch einen Film. Und zwar The Wilderness habe ich mir geholt. Und zwar aus der Amazia-Reihe von, wer war das denn nochmal, von Splendid, genau. Ja, ich habe hier damals den Trailer gesehen und hat mich auch direkt gepackt, ja. Verspricht auf jeden Fall viel, eine Menge Action und ja, man sieht halt auch schon optisch, dass es halt mit dem Train to Busan Mediabook halt so irgendwie mithalten kann und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und achso, da ist der Code, den halte ich jetzt erstmal zu, weil da hatte sich eventuell schon jemand angemeldet. So, dies hier ist die Rückseite und ich mag auch diese Kombination hier aus Pink und Türkis und so weiter. Und genau, hier ist noch ein Action-Thriller mit bei, Confession of Murder, tödliches Geständnis. Und zwar ist das hier von demselben Regisseur wie von The Wilderness. Hier wurde auch dann bewusst wieder auf eine weitere DVD verzichtet
und dann lieber noch einen Bonusfilm mit beigepackt, was ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt hier, wo ich die Banderole abgemacht habe, ich muss sagen, dieses Artwork ist mega geil. Guckt euch das mal an, das ist richtig schön gezeichnet. Matter Hintergrund, ja, die zwei Figuren hier glänzend gehalten. Richtig geil. Auf der Rückseite haben wir zwei gekreuzte Äxte. Das war ja beim Train to Busan, waren es ja, glaube ich, zwei Baseballschläger, war das so? Und ja, hier wird das Design halt auch weitergeführt. Es ist limitiert auf 3500 Stück. Ich habe hier die Nummer 2268. Und, ach, das war nur Werbung. Ja, nur Werbung, scheiß drauf. Und ich bin echt mal gespannt. Also, wow. Ja, hier haben wir die Innenseite. Ich denke mal, hinter der Disc befindet sich erstmal nichts. Nein, das ist das... hinter der Disc ist dasselbe Artwork. Dann haben wir hier The Villainess. Und ja, ich meine, das ist schon hier Kaufgrund genug, ja. Asiatische Mädels in ja, Lack und Leder. Ich glaube, ich wäre so ein typischer Sextourist irgendwie in Asien. So, ja, dann haben wir hier noch Texte von Die Vorbilder und Asien, deine Actionheldin. Das werde ich mir definitiv mal angucken und vielleicht noch aufstocken. Ich bin echt mega gespannt. Auch schön designt auf jeden Fall. Schöne Farben, gefällt mir richtig gut. Hier werden nochmal die Action-Szenen besprochen und ja, die Botschaft hinter Villainess. Und ein illustriertes Mediabook-Entwicklung. Was? Illustrierte Mediabook-Entwicklung, genau. Von der Farbillustration bis zum Cover und Idee und Vorlage. Sehr, sehr interessant. Finde ich gut. Und ja, hier haben wir noch koreanische Original-Artworks von dem Film. Auch sehr, sehr interessant. Ich finde das immer wieder cool zu sehen, wie, ja, wie die Filme in den anderen Ländern aussehen. Und hier wird dann nochmal der Bonusfilm. Bekommt auch nochmal ein paar Seiten spendiert. Das finde ich auch sehr gut. Sehr gut. Und ja, der Extra-Film ist hier auch auf Blu-ray, was ich auch total geil finde. Und der hat hier eine Freigabe ab 16. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, der ist auch ein bisschen günstiger rausgekommen als 29 Euro. Von daher, wie gesagt, es ist quasi 15 Euro pro Film. Und hast hier noch... ja, ein handgezeichnetes Cover, ein schönes Design, ist natürlich alles Geschmackssache, aber mir gefällt's und ich bin froh, dass ich den habe. Und bitte, bitte, Splendid, macht Amasia-Reihe in diesem Mediabook, in diesem Stil weiter. Das war jetzt Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Es wäre richtig geil, wenn in regelmäßigen Abständen coole, actionreiche, asiatische Filme rauskommen würden in diesem Design. Das wäre mal endlich was Einheitliches und bitte ohne Nummerierung oder so auf dem Spine. Das würde, glaube ich, jeden Filmfan freuen. Mich auch. So, dann ja, habe ich was geschenkt bekommen. Und... zwar habe ich hier drei DVDs geschenkt bekommen, wovon zwei aus Australien sind, aber deutschen Ton haben. Und hier haben wir einmal basierend auf einer wahren Geschichte The Counterfighters. Bei uns, glaube ich, bekannt unter Die Fälscher. Und ja, handelt hier bla bla bla, Nazis 1942. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, weil ich wenig Englisch verstehe. Und ja, hat auf jeden Fall original österreichischen Ton. Und ja, einmal das. Und dann habe ich mir noch rausgenommen Cheech und Chong's Corsican Brothers.
Ja, hier auch mit deutschem Ton. Genau. Cheech und Chong. Und ja, das ist ja eine normale deutsche DVD, Jurassic World. Und ja, ich kann da leider nichts zu sagen, weil nämlich diese beiden Regionen locked sind. Das heißt, die haben hier eine Region 4 und die kann ich leider hier zu Hause nicht abspielen. Von daher ist es halt sehr, sehr schade und von daher verschenke ich die drei hier. Ja, also die gebe ich jetzt einfach so ab als Giveaway. Ich mache jetzt auch keine Gewinnspielfrage oder so. Schreibt einfach in die Kommentare, ich will. Und ja, in dem nächsten Video picke ich mir dann einfach irgendjemanden raus und der kriegt sie dann von mir geschenkt. Wie gesagt, diese beiden hier aus Australien haben beide deutschen Ton, sind halt nur Region 4 locked, ja. Also wenn ihr einen DVD oder Blu-ray-Player habt, der alle Regionen abspielt, werdet ihr da keine Probleme haben. Ich habe es halt bei mir zu Hause ausprobiert und leider, da ich nur auf Konsole schaue und ja, die Xbox da leider nicht sehr kollegial ist, gucke ich halt in die Röhre. Schade, hätte ich gerne gesehen, die beiden, aber wie gesagt, von daher kann ich da schlecht was mit anfangen. Von daher gibt es diese drei von mir als Giveaways. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ich will und dann schreibe ich euch auf und im nächsten Video oder werde ich das dann halt verkünden, wer das bekommt. Und ja, das war's, meine. Ja, wie es so ist, habe ich natürlich was vergessen bei dem Update. Und zwar ist noch was eben mit der Post gekommen. Und zwar machen wir das gute Ding doch mal auf. So, und zwar habe ich aus einer Facebook-Gruppe einen richtig guten Schnapper gemacht, ja. Ich weiß, viele haben sich davon das Mediabook geholt. Ich brauchte das jetzt nicht unbedingt. Und mir reicht hier auch die Emery vollkommen. Und zwar habe ich hier endlich auch in meiner Sammlung gekriegt. Betty. Evil Dead in dem Extended Cut hier aus, ich glaube, Schweden ist es. Hat auch deutschen Ton, ja, Englisch, German, Japanese. Und ich habe hierfür sage und schreibe 14 Euro inklusive Versand bezahlt. Auf Börsen lag der ja immer so rum zwischen 18 und 22. Und das war mir einfach für eine Emery viel, viel zu teuer. Und ja, manchmal muss man einfach nur ein bisschen warten. Und ja, das Warten wurde für mich in dem Sinne belohnt. Also für 14 Euro, wie ihr seht, neu und original verpackt, kann man hier wirklich nicht meckern. Und ich bin echt mal gespannt, ja. Ich meine, diese Extended-Szenen, die kenne ich schon. Die habe ich, glaube ich, auch sogar hier auf YouTube gesehen. Aber wie gesagt, diese Extended-Szenen im Film nochmal zu sehen, ist auf jeden Fall natürlich was anderes, ja. Und wie gesagt, mir reicht hier die Emery. Ich muss mir da nicht nochmal ein Mediabook irgendwie ins Regal stellen. Und ja, von daher nochmal ein kleiner Nachtrag, nochmal ins Haus geflattert ist, Evil Dead im Extended Cut. Und so, jetzt macht's aber gut. Tschüss, euer Moviepicker. Ciao. Wo ist denn hier aus? Da oben. Tschüss.